Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel FC Schalke 04 Basketball gegen die ETB Wohnbau Baskets Essen. Endstand 70-63. Bei mir stehen beide Trainer auf Seiten der Essener Igor Krosanovic und auf Seiten vom FC Schalke 04 Raphael Wilder. Igor, wenn man sich das Scouting anguckt, das ist genau das, was wir im Vorfeld auch prophezeit haben. Die Werte sind alle sehr, sehr nah beieinander. Hast du für dich schon einen Unterschied ausmachen können, warum es am Ende dann nicht ganz gereicht hat für euch? Ja, zunächst Gratulation an Rafi und sein Team zu diesem Sieg. Ich glaube, Grund zu suchen ist der Run, der Schalke im zweiten Viertel hatte. Dann sind wir dann in Rückstand geraten, zweistellig, dem wir fast das ganze Spiel dann hinterher gelaufen sind. Ich glaube, aufgrund der zweiten Halbzeit können wir ein bisschen was mitnehmen aus diesem Spiel, aber ist natürlich enttäuschend, dass wir jetzt dreimal hintereinander verloren haben und jedes Mal eigentlich auch verdient. Heute war es auch so. Alles klar, danke Igor für dein Statement. Raphael Wilder, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, das war das erwartet schwere Spiel. Ich sehe das genauso wie Igor. Wir hatten einen kurzen Run. Dort haben wir uns einen kleinen Vorsprung erarbeitet und den wir in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger gehalten haben, bis auf daran, dass Essen drangekommen ist und wir dann zwei Körbe gemacht haben, die dann wieder den Unterschied gemacht haben. Bei so einem engen Spiel, wenn man die Statistiken sich anguckt, entscheiden Kleinigkeiten. Das war ein Rebound hier, aber es ist fast alles gleich und es war das erwartet schwere Spiel. Beide Mannschaften haben sich in der Offense sehr, sehr schwer getan, was vielleicht ein Kompliment ist für beide Teams, dass sie sehr, sehr hart arbeiten. Und ich bin einfach nur froh und glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ja, vielen Dank, Raffi. Ihr beide, viele wissen das, seid gute Freunde. Habt ihr irgendwie im Vorfeld gewettet? Muss Igor jetzt das Essen bezahlen? Erstens kommt der Igor von der Pro A, wo ich noch nicht war. Das heißt also, er braucht mir kein Essen auszugeben. Nein, wir haben nicht gewettet und wir werden das Spiel mit Sicherheit besprechen und wir wetten nicht vorher um so einen Blödsinn. Gut, vielen Dank, Raphael Wilder, vielen Dank, Igor. Ich wünsche euch alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison. Und bleibt mir noch zu sagen, am 31.10., Stichwort Halloween, geht es hier an dieser Stelle weiter. Um 19.30 Uhr dann unser Heimspiel gegen den SC Ristwedel. Bis dahin, Glück auf!